So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei This is the Police. Ich bin der Tovarok und ja, wir machen mal hier auf Fortfahren. Dezember, 6. Dezember haben wir zu fassen und werden mal schauen, was uns erwarten wird. Mal sehen, wer da ist, wer kommt und wer nicht kommt. E-Bot ist heute nicht zur Arbeit gekommen, na super, wer kommt nicht? Ich habe zu viel getrunken können. Ich glaube, ich kann mich heute nicht zusammenreißen. Na super. Das sind alles nur Säufer. Es ist nicht zu fassen. So, heutige Schicht. Achso, das sind die Leute, die wir haben, nicht? Das sind ja die. Alter, mehr haben wir nicht. 6 Leute nur? Okay, na super. Das wird ja ein Spaß. Nur 6 Leutchen. Ach Gottes Willen. Ach Gott, jetzt haben wir da auch noch die Leute davon ab. Da reinpacken. Das ist ja nicht zu fassen. Entschuldigung. So, wir müssen ja noch Leute verpacken. Wen nehmen wir denn da? Die beiden. Mal was können wir gar nicht, ne? Nach Hinweisen suchen. Was ist das hier? Zack, was haben wir hier noch? Oh, wir haben so viele Sachen, ne? Wir können nichts machen. Ja, tut mir leid. Wir haben zu wenig Leute. Wir können da nicht alle Mann da reinsetzen und die da arbeiten. Also jetzt hier an diesen Cold-Cases arbeiten lassen, sondern wir müssen die Leute hier heute, sie werden heute frei bezahlen müssen. Halten Sie das Geld bereit. Ansonsten wird ein anonymer Anruf den Bundesagenten genau sagen, wo sie sich dann super. Was haben wir denn gerade? 9805. Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, das reicht nicht. 514 in progress. Autodiebstahl. 1200. Der Fabrikleiter sah aus dem Bürofenster, wie jemand versuchte, sein altes Auto zu stehlen. Seine alte Kiste. Ich glaube es wohl nicht. Ach Gott, 700. Ja, lass uns die mal los, die beiden. Fahrt mal los. Was haben wir denn hier? Holzfabrik. Was war das noch gleich? Die Fässer haben im Keller. Gut, wir brauchen 2 kräftige Leute. Was haben wir hier? Stärke. Stärke, Stärke, Stärke ist nix. Hier oben ja auch nicht, ne? Ne, ich kann es vergessen. Das ist schon mal nix. Was haben wir denn noch? Das ist seine Frau, ne? Intelligenz. Haben wir jemanden, der ziemlich intelligent ist? Der hier, ne? Lass uns den mal losschicken. Mal gucken. 518 in progress. Zerstörung von Privateigentum. Bäckerei Offenliebe. Ein junger Mann zerschlägt die Einrichtung einer Bäckerei, weil seine Lieblingspfirsichkuchen ausverkauft sei. Oh Gott, wir sollen 1500. Wie viele Leute haben wir nicht? Schließen können wir nicht. Oh Gott, wenn du geht das echt um uns ans Leder sozusagen. Schnelles Geld. Mr. Nash. In meinem Profession ist es natürlich, jemanden in einer Notlage erkennen zu können und ihn im rechten Moment da zu sein und einen helfenden Hand anzubieten. Ich kann Ihnen einen Kredit über 7000 Dollar für moderate Zinsen anbieten. Sie werden Ihre Schulden mit 5000 Dollar im Zinsen zurückzahlen müssen. Was? Aber anders als meine Kollegen setze ich meine Kunden nicht unter Druck und breche ihnen die Beine. Es sei denn, sie sind komplett Idioten natürlich. Aber ich bin davon überzeugt, dass sie mich werden auszahlen können. Okay, nee. Also auf jeden Fall, ich glaube, das geht in die Hose runter, ne? So, das können wir nicht machen, leider nicht. Was haben wir hier im Wald denn noch? Ich habe ein Problem, meine Tochter ist im Wald, bla bla. Manchmal sind die Wälder und ich weiß nicht. Pass mal auf, wir brauchen hier Leute, ne? Aber wir haben keine Leute, wir haben keine Leute dafür, das ist das Problem. Ein Verdächtiger in einer Daunenjacke hat einen Stein aufgehoben. Offenbar will er damit das Fenster des Autos einschlagen, um die Tür zu öffnen. Den Dieb befehlen. Ja, genau. Versuchen wir das mal. Mach mal. Mach mal, mein Bruder. Vielleicht klappt das ja. Der Täter mit dem Stein hört nicht auf den Polizisten und rennt davon, ohne sich umzusehen. Den Taser gegen den Verdächtigen einsetzen. Wie haben wir denn? 2 mit Taser, ne? Ja, super. Zack. 514 complete. Die Polizei trifft den Auto mit dem Taser. Er stellt sich heraus, dass es sich am Fabrikleiter gegen einen unfairen Kündigung rächen wollte. Achso, indem er sein Auto auf den Schrottplatz verkauft. Der Mann riecht, als habe er Alkohol gebadet. Ja, super. So, was haben wir hier? Heimlichkeitsstärke, Intelligenz. Hauen wir da mal was rein. Ja, super. 553 in progress. Bewaffneter Raub.
viele Waffen darauf? 1800. So viele Leute haben wir nicht, Leute. Leider nicht. Tut mir echt leid. Was haben wir hier denn noch? Ich habe all die richtigen Dinge gesagt, aber die Dame ist einfach nicht mitgespielt. Okay, hat nicht mitgespielt. Super. Was war denn das noch hier? War das das hier? Nee. Holzfabrik war es nicht. Das Totenhaus ist auch nicht. Das hier Wälder. Wo ist denn das jetzt hier? Das Lagerhaus? Ist das neu? Sie haben Cola, bla bla bla. Alter, so, wenn wir so viel zu lesen. Haben wir hier. Ach ja, hier. Das mit der Frau. Guck mal auf. Wen haben wir denn hier? Ach nee, da muss das mit der zu Hause sein, ne? Intelligenz, Intelligenz, Intelligenz. Der muss dann wieder nach Hause kommen. Ach, Gottes Willen. Sorry. So, ist auf jeden Fall zurück auf dem Weg. 554 in progress. So, zack, warte mal kurz. Bewaffneter Raum. Eine junge Frau mit Schrotflinte verlangt, dass der Apotheker ihr ein Medikament ohne Rezept verkauft. 1800. Ha, alle Mann raus. Und den Scharfschützen hinterher. Mein Gott, jetzt haben wir alle Mann unterwegs. Wie gut bist du, mein Freund? Intelligenz? Okay, das hat wohl nicht geklappt letztes Mal. Da müssen wir mal sehen, dass wir da jemand anders finden. Was ist denn das hier? Zerstörung von Waffengelegenheiten? Hier, Mr. Nash, Sie sind neu in der Stadt. Und daher weiß ich nicht, ob Sie schon die Legende von den Scharfschützen gehört haben, der die Waldgeister, die Rechtschaffenden versteckt haben. Mein Bruder und ich haben in unserem Leben noch nie jemanden getroffen, der rechtschaffender wäre als wir. Also haben wir uns gedacht, dass da immer noch irgendwo unentdeckte Schätze gehen müsste. Oh Leute, Leute, ich bin dann wieder an die Stelle zurückgekommen, an dem wir geparkt hatten. Und seither habe ich meinen Bruder nicht mehr gesehen. Vielleicht haben wir die Waldgeister verärgert und sie... Sag mal, wie schickt da mein Mann hin? Also, Diebstahl ist leider, können wir nichts machen. Tut mir leid. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ach, das... Was ist denn hier los? Eine... Oh Gott, bewaffneter Raub. Die junge Frau mit einem Schal vor dem Gesicht richtet eine abgesägte Schrotflinte auf den Apotheker, während sie ihm gleichzeitig Geld reicht. Hier, nehmen Sie das. Ich habe kein Rezept, aber hier ist das Geld. Was? Sich an die junge Frau anschleichen. Die junge Frau fragen, ob sie das Medikament braucht. Du da, lass die Waffe fallen oder du kriegst hier gar keine Medikamente. Wir können ja mal fragen, wofür sie das Medikament braucht. Intelligenz hier. So. Das ist nicht für mich, erklärt die junge Frau. Mein einjähriger Sohn ist sehr krank und der einzige Arzt in der Stadt, der das Medikament hätte verschreiben können, ist betrunken in den Wald gewandert. Aber ich werde alles tun, um meinem Sohn zu helfen. Den Apotheker sagen ihr, das Medikament auch ohne zu geben. 553 complete. Die Apotheker gibt der jungen Frau das Medikament, das sie benötigt. Sie legt das Geld auf den Tresen und Artikel und ergibt sich der Polizei unter einer Bedingung, dass sie das Medikament erst zu ihr nach Hause... Ja, klar. Das ist doch schon mal, ne, so ein bisschen wenigstens. So, Stärke. Geben wir da noch ein bisschen was zu. Siehste. Wir sind auf dem Weg nach Hause. 5, 10 in progress. Wenigstens etwas. So, wir haben so viele Sachen hier. Begräbnis. Heute Morgen haben wir Ernest Leiter begraben. Gut, der ist leider draufgegangen. Respekt verloren, okay. Begräbnis. Haben wir da kein Begräbnis veranstaltet? Wieso das nicht? Falscher Alarm. Haben wir da kein Begräbnis gemacht? Na, das ist natürlich super. Wir sind echt Helden. Ach ja, super. Okay, auf jeden Fall ist hier die Hölle los. So, was steht hier? Mr. Rhodes, Tankstelle. Ein blaues Auto verließ die Tankstelle, als es von einem Lastzug mit hoher Geschwindigkeit gerammt wurde. 420. Lassen wir mal einen Mann da mal hinfahren, aussenden. Unfall. Marcel Esmith war betrunken. Na super.
517 in progress. Ach, Vandalismus. Ich drehe durch. Eine Frau wird dabei beobachtet, wie sie Benzin über ein frisches Grab schüttet und dann anzündet. Was ist hier los? Was ist hier los? Was? Das gibt's doch gar nicht. Verletzung. Ist für wie viel 4 Tage außer Gefecht? 514 in Unfall. Niemand kam zum Einsatz. Der Verdächtige ist gekommen. Zivilist verstorben. Super. Also wir werden heute nicht viel Punkte sammeln. Ich gehe davon aus, das geht in die Hose. So, was haben wir hier? 1260 haben wir nicht. Hoppala. Eine Frau und ihre sechsjährige Tochter tanzen um ein Grab und singen, die Geister des Waldes befehlen die, ja, erhebe dich. Der Friedhofswärter bietet dem Polizisten einen Feuerlöscher an. Aha. Das brennende Grab mit dem Feuerlöscher löschen. So. Was haben Sie getan? Schreit die Frau. Sie haben das Wiederauferstehungsritual meines Mannes zerstört. Die Geister können das Feuer seiner unsterblichen Seele nicht mehr in der Dunkelheit sehen, weil sie es gelöscht haben. Jetzt werde ich auf immer Witwe bleiben. Die Frau bricht in Tränen aus, übergießt den Polizisten mit dem verbleibenden Diesel aus der Kanister und fummelt mit zitternden Fingern an einem Feuerzeug herum, um eine Flamme zu erzeugen. Super. So, was hat zustimmen? Versuchen Sie zu beruhigen. Zustimmen. Zack, mal sehen, wenn wir wegbrennen. 517, complete. Ah, klasse. Das ist der Hammer, wie das hier so läuft. Ich glaube, das ist wirklich so ein random Würfel-Zufallsspiel. Der Polizist erreicht die Frau, als sie endlich eine Flamme erzeugt. Sein mit Diesel getränkte die Kleider entzünden sich und der Polizist stirbt unter grässlichen Schmerzen. Die Schneiderin ist entkommen. Sehr schön. Ja, natürlich. Was haben wir hier? Organisieren natürlich. Die Schwarz im Wald. Ermittlungen eröffnen. Oh, was haben wir gemacht? Ach Gott, das will, uns fehlen ja noch Sachen. Da sind wir noch lange nicht dahin. Ach Gott, das will. Verdächtiger. Nö, habe ich nicht. Ich glaube, wir sind reif. Versuchter Autodiebstahl ist entkommen. Er ruft auf jeden Fall die Bundespolizei an und dann, ich glaube, das ist das Spiel durch. Ich fürchte das fast, dass wir hier nochmal neu durch müssen. Ich habe 2 Kisten mit Gold gefunden. Ich bin mir nicht sicher, wie das passiert ist. Was? Ich erinnere mich, wie ich durch den Wald gegangen bin und den Notizen auf der Karte des alten Mannes gefolgt bin. Und dann wurde es plötzlich dunkel. Und die Luft wurde zäh und ich habe diesen Rauch gehört. Rauschen gehört. Anscheinend habe ich dann das Bewusstsein verloren. Ich bin wieder außerhalb des Waldes aufgewacht, vollkommen verdreckt und neben mir standen 2 Kisten voller Gold. Na toll. Und jetzt haben wir das Gold und können den guten Mann damit nicht bezahlen, oder was? Ist ja der Klopper. Ich dreh durch. Das kann auch wohl nicht wahr sein. Ich denke mal, heute wird es eine kurze Folge werden. Wenn das nicht schon durch ist, also dann wäre das echt traurig, wenn wir die Kohle nicht zusammenkriegen für den guten Mann. Tag beenden, aber was sollen wir machen? So. Oh, 14. 21. Ja, nützt ja nichts. 24. Ach, wir müssen wieder eine Runde. Gut. Ach, wir müssen wieder zocken, ne? Ich brauch nichts. Super. Ich brauch nichts. Gleichstand. Gib mir eine Karte. 15. Ja, aufs Ganze. Ach, schade. Vielleicht sollte ich nicht so hoch pokern. Vielleicht ein bisschen ruhiger bleiben, wa? 17. Ich brauche nichts. Ah, wir verlieren. 18. Ich brauche nichts.
Okay. Gott, die Sache ist wohl. Ich brauche eine Karte. 19. Yes. Ich gebe mir eine Karte. 16. 5, ne? 19, ja, so, das reicht. Ist aber doch haarig, ne? 12. Jetzt gehen wir nochmal eine Karte. 20, nix. Gleichstand. Da hatte ich schon eine 20, Mensch. 12, gehen wir nochmal eine Karte. Und 16. 18 raus. Reicht, das ist genug. 18 ist gut. Okay. Gildenstern gewinnt. Na gut, fortfahren. Wir haben aber Verlust gemacht. 3, 2, 7. Oh, hier ist ja richtig was los. Gut, er hat uns leicht übertrumpft. Das Zug. Na gut, was macht er? Wir haben ja eh nichts, ne? Gut. Okay. Nestzug, wir haben ja nichts. So. Wir stehen aber noch in Führung. Noch stehen wir aber in Führung. Das ist schon mal nicht schlecht. So, wir brauchen unsere Leute wieder. Unbedingt. Zack, zack, zack. So. Mal sehen, ob die auch kommt. Wir müssen echt an. Wir brauchen alle Mann hier. Nächstes. Tag beenden. Mr. Boyd, finally. I was starting to wonder if you were gonna spend the night. Shut your mouth. Mr. Boyd, listen, I understand you don't talk much. I get it. After all, you would never have... Well, you wouldn't have been able to do what you've done if you were a chatterbox. Yeah? But I'm not asking you for a big speech. I'm not asking you to give me a masterclass in corruption. No, nothing like that. I'm only asking for one small story about the DeVroom painting. The newspapers never gave out too many details since the investigation was ongoing. But what's the difference now? What's left to hide? The painting couldn't be found, right? You made extra sure that it couldn't be found. Well, let's drink a beer sometime. Not today. No, tomorrow. Or the day after. Or the day after the day after tomorrow. Whatever's good for you. You see, I'm really interested in this. How did you pick that job? I mean, what did you want with that picture? I mean, that one in particular. It's a pretty specific choice, you know? It's a controversial artist. The critics don't agree. I've never heard of corrupt officials stealing paintings. They all take bribes, just bundles of money in paper bags, you know. Of course, I'm not comparing you to those ordinary rotten geezers, not at all. I just wanted to say that even though I don't know all the details, I see that you've got your own style. Whether you realize it or not, that's why the press called you the Caesar of corruption. And you can find lots of kings of corruption in the newspapers. There's a new one every month, but I've never seen a Caesar, because Caesar... That's not about the scale, but the style. Style is everything, right? Ich würde sagen, wir haben einen super Ruf. Wir haben einen extrem klasse Ruf. Ist ja die Hölle. Ja, ich glaube, wir sind dran, weil da bestimmt die Bundespolizisten warten auf uns. Ja, da wartet doch schon jemand. Ich fürchte das Schlimmste. Please, Mr. Boyd. Why on earth should I get into the car with a stranger? Given your history, I'd imagine that you often had to get into a car with strangers. Back in Freeburg. Freeburg is different. Is it really so different? Absolutely. Friendlier? Warmer. Well, that's not saying much. Anywhere is warmer than here.
How? Excuse me? How did you know who I was? How many ads were there? Ads? Well, I'd be willing to bet that when you came here, you went looking for housing in the newspaper ads. How many ads did you look at? I don't know. Maybe a dozen. But you chose this house. Why? Because it stands away from everything. Well, that's a reasonable choice. Unfortunately, the neckties choose their houses by the exact same principle. They stash their goods in isolated houses until they can find a big buyer, but they don't settle into the house. They let someone else rent it. It's safer that way. Look, I'm not interested in how these neckties do business. I just want to know how they found out my real name. I'm not a big fan of drug dealers, Mr. Boyd, but I have to give them their due. Many of them are amazingly smart, much smarter than, well, smarter than your average drug dealer, you know. And the man who was appointed to watch your house, Arthur Sherman, well, it turns out he's quite the brain. He even went to college. Can you imagine? Arthur is so clever that when he realized that you're Jack Boyd, he didn't report it to his bosses. You see, the Ties are a wandering gang. Yesterday they worked in Ripton, today they're here, tomorrow they'll be somewhere else. They just shoot you to be safe, and that would be the end of it. But Arthur is clever, and he knew how valuable the information was, so he did the clever thing and brought it to me. But how did he know who I was? How exactly? Ask him yourself when you get the chance. Oh, looks like we've arrived. Mr. Boyd, are you coming? Are you completely out of your mind? I'm a wanted man. I shouldn't be showing my face in public, even if it is old and shaggy. Come on, Mr. Boyd. There's only drunk pigs and sweaty strippers in there. Nobody will even look at you. Don't you want to drink a mug of draft beer for the first time in months and burp loud enough that everyone hears? Aren't you tired of hiding? Don't you just want to be an ordinary person? You saw where I live. Now I want to see where you live. Don't you think that's fair? Okay, you win. But I'll never believe that you don't miss letting loose. That's not the only thing I miss. Not the only thing, and not the main thing. I understand. Well, here's where we live. What? We can't go inside? Well, I didn't go into your house. I stood 100 yards away. Now we're even. Don't you think that's fair? Arthur Sherman. I want to talk to him. Mick, bring Sherman here. I'm sure he must still be awake. Sean told me about this Captain Britt Carter of yours. Now, if you want, it won't be a problem. You sure? I can manage. If you have any difficulties, just let me know. I could, well... And I thought you were a smuggler, not a butcher. I don't like the word smuggler. Then maybe you shouldn't smuggle. Well, I'll put it this way. I don't like what you mean by the word smuggler. You must be right. Freeburg and Sharpwood are very different. What kind of goods came through Freeburg? Automatic weapons? Heroin? People? I'll be honest with you, I can't brag that I never had to trade in the first, second, or third, but my most popular product is canned soup. Mushroom soup comes in a little red jar. And this is coming from a man who spent over 30 years eating a tasteless soldier's rations and not complaining. And I can assure you that this soup is the most disgusting meal in the world. When you pop open the jar with a can opener, this smell immediately bolts up your nose. The smell of despair, you know? It's impossible to suck down this vomit without thinking for even a second that your life is going nowhere. Sharpwood kids, when they grow up and leave this place for the rest of their lives, they'll always shudder when they remember this awful soup. But only the lucky ones, the few who manage to get out. The rest will live here for the rest of their days, eating smelly soup and then feeding it to their own children. Because without 12-cent soup, they'd all die. I give them this life, with the smell of despair. Bitter, but life. I don't know what cruel word to call what I'm doing, but I'm definitely not a smuggler. And I want that...
There's your college boy, Mr. Boyd. Give me a cigarette. Still alive, Mr. Boyd. Oh, wow. How did you know who I was? Were you really hiding all that well? You hitchhiked on your way to Sharpwood. Well, not to Sharpwood, of course, but to Big Rift. And from there you walked on foot, but before Big Rift, a red-haired guy named Locke drove you. He picked you up at a bus stop 70 miles down the highway. Buses from Garensburg pass that stop every 6 days. In Garensburg, you spent 2 nights at the Stone Woodpecker Hotel. I called down there and had a nice chat with Mrs. Hopper, who... Just stop! So you're really that clever, Arthur Sherman? Proud of your little investigation? If I'd known this investigation would turn me into a hostage to rednecks playing toy soldiers, I wouldn't have stuck my nose in your business, Mr. Boyd. Hostage? Arthur can't leave the barracks. It's for his own safety. In addition, he likes to live by military regulations. Isn't that right, Arthur? This shit you're pulling here isn't military order. It's the middle of the night, but everyone's awake! He's right, Mr. Boyd. It's high time for bed. Also, sehr interessantes Gespräch mit den beiden. Ja, okay, ich würde mal sagen, an dieser Stelle machen wir einen Cut. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns am 7. Dezember wieder. Also nächstes Mal. Bis dann. Ich sage ciao. Bis dann und tschüss.